Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Im Asgard Raid Fest gibt es noch eine Aktivität, die wir uns noch anschauen. Und danach müssen wir uns um den irren Mönch kümmern, der hier wahrscheinlich den ganzen Wald niederbrennen möchte. Die Vorbereitung für die wilde Jagd. Okay, weiter geht's. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück. Folge 313. Yay. Moin. Kämpfen wir im Wasser? Eivor, schön dich zu sehen. Sveina. Manche unserer Leute haben Angst vor der wilden Jagd. Ich will ihren Mut stärken. Durch Wettbewerbe, die Tapferkeit erfordern. Da habe ich genau das Richtige. Ich will, dass unsere Krieger das Gewirr der Schlacht nachempfinden. Sie werden im Nebel des Krieges kämpfen. Nebel? Meinst du Rauch? Ach, hat ein Mönch diese Feuerschalen gebracht? Ja, er erzählte irgendetwas von einem Schleier, das ich nicht verstand. Jedenfalls sind sie für einige Überraschungen gut. Inwiefern? Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Außerdem ist es für jeden anders. Würdest du es gerne einmal versuchen? Der Schleier zwischen den Welten. Die Anderswelt. Jetzt kommen bestimmt irgendwelche Geistaktivitäten auf uns zu. Oder Kämpfe. Ich werde es wagen. Okay. Oder eine Prüfung des Geistes. Vielleicht ähnlicher Rauch wie der, den auch die Druiden benutzen, damit wir dann Werwölfe und so zu Gesicht bekommen. Was ja alles nur ein Spuk des Gehirns ist. Ein Trugbild durch die Dämpfe. Okay. Das Wasser ist noch da. Raus mit den Schwertern. Ich kann auf dem Wasser laufen. Hast mich angeknurrt? Das sind Druiden. Attacke! Okay, der blockt. Kommst du vom Stein runter oder soll ich dich ziehen? Pariert, mein Freund. Was habt ihr getan? Was? Fress den hier. Überlebe die Wellen. Das war ja eins von drei. Welle 2 beginnt gleich. Gut, dass sie mich vorher warnen. Was soll ich denn in der Zeit machen? Ein Trinken oder was? Ah. Alle laufen sie immer auf den Stein. Ich folge dir. Stirb du zuerst. Brauchst du einen Speer? Hier, ich hab einen. Hast du gedacht, ne? Ich weide dich aus. Stirb schon. Wollte er mich mit einem Schild schlagen, ey. Wo kommen wir denn da hin? Oh, da hab ich zu früh... Der schlägt aber auch langsam, der Typ. Boing. Da! Hast du dein Schild? Nur weil du ein Schild hast, bist du noch lange nicht Captain America, ey. Werwölfe! Okay, die sind ein bisschen nerviger. Die kriegen einfach eine Schelle und eine Kopfnuss auf die Nase. Ach, das war noch gar nicht die dritte Welle. Der Werwolf gehörte noch zur zweiten. Interessant. Ein Druide und ein Axtwerfer. Den schmeiße ich dann gleich wieder zurück, ey. So, den nächsten bitte. Da oben. Ich helfe dir, komm mal her. Oh, doch, ein Werwolf. Da muss einer schnell weg. Hier, die halten ein bisschen mehr aus gerade. Nein, der hat mich vergiftet.
Runter von meinem Stein. Ausgewichen. Kopfnuss. Auf die Schnauze. Ein leicht noch hinterher. Hätte jemand nicht die Augen verbunden, dann hätte es mich auch noch gesehen im Kampf, der dumme Werwolf. Da ist Eivor wieder zufrieden. Hat Spaß gemacht. Ha, gewonnen. Gut gemacht. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich sollte es noch schwieriger machen. Komm wieder, wenn du bereit für noch eine Runde bist. Meisterschaft. Zusätzliche Marken plus 15. 90 hat das gebracht, ey. 90 Marken. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle von den Aktivitäten einmal gespielt, ne? Jetzt muss ich mich auf jeden Fall nochmal um den Opa kümmern. Versteckte Drohungen. Heimwärts, dann gucken wir. Hier, bereite den Rabenclan auf die wilde Jagd vor. Finde den Mönch und sprich mit ihm. Das noch auf jeden Fall. Aki war das Reitkunst, gezieltes Schießen und das. Ich habe alles einmal gemacht. Weiß nicht, ob man das vielleicht auch noch häufiger machen muss, um den Clan komplett vorzubereiten, aber ich brauche ja sowieso noch ein paar Marken. Kümmern wir uns jetzt um den Mönch, dass er hier nicht alles niederbrennt. War ja schon so vorher auch schon so viel von diesen blauen Fliederzeugs gedöns. Farbenfrohe Wiese. Wo ist denn der Mönch? Was siehst du? Mönch sehe ich. Da qualmt es. Dieser beißende Rauch ist gar nicht so dicht. Aber er vernebelt mir den Huger mehr als den Blick. Wie in Irland von den Druiden. Ne? Wenn deine Gedanken verschwimmen, blicke tiefer in dich hinein und suche Klarheit mit deinem inneren Auge. Habe ich das eben etwa laut gesagt? Ich weiß, wie es ist, auf der Schwelle zwischen zwei Welten zu stehen. Ich glaube, dein Qualm benebelt dich. Hältst du es für einen Zufall, dass du hier bist? Nein. Die Nornier überlassen selten etwas dem Zufall. Dann öffne deinen Geist für die jenseitigen Welten, wenn der Schleier, der sie verbirgt, gelüftet wird. Und was soll ich dann sehen? Das musst du wissen, nicht ich. Wonach strebst du denn? Ich will mein Volk beschützen. Vor der wilden Jagd. Durchquere den Schleier. Stelle dich deiner größten Angst und triff deinen ärgsten Feind. Meine größte Angst. Es braucht mehr als Kräutervisionen, um mir Angst einzujagen. Er ist wieder verschwunden. Schon zum zweiten Mal. Sehen wir jetzt Eivors größte Angst? Noch sehen wir gar den Schleier durchquert? Unheimlich ist es hier, aber nicht furchteinflößend. Was für Feinden könnte ich hier begegnen? Geistern der Toten? Ob Qtwi in dieser Underwelt wandelt? Strebe nach der schützenden Macht. Und dann hau ich jetzt wieder ab. Okay. Hab nichts gesehen. Hab keine Angst. Vielleicht gibt es mehrere von diesen Lichtern. Okay, wir müssen wieder hinüber. Ich muss fest. Huch. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt, dass sie. Was jetzt sagt, habe ich nicht mitgerechnet.
Okay, wir müssen ja erstmal was suchen. Ich durchquere den Schleier erneut. Komme, was wolle. Mhm. Da vorne ist auf jeden Fall hier so ein Nebelbaum. Der macht aber nichts. Was mit dem Tor da vorne? Das ist auch nicht richtig da. Ich spüre hier eine Macht. Ah. Sie ist unsichtbar. Ich laufe einfach mal den Laternen und sowas nach, den Fackeln, die hier so stehen. Und hier diese Schattendinger, die mir anscheinend den Weg weisen. Na, da ist aber die Wiese vorbei. Was haben wir denn hier noch? Was war das für ein Geräusch? Ach, nicht schon wieder sowas. Okay, von welchem Standpunkt aus muss ich das denn machen? Hier ist eine... Ah, guck mal. Eine Kraftrune. Vielleicht ist der Mönch doch nicht so verrückt. Werde ich jetzt stärker? Zur Seite, Geist. Ich komme wegen der Rune. Ich will deine Trauer nicht verschlimmern. Dieser Geist könnte mein Zwilling sein. So sind wir am Anfang auch noch rumgerannt. Mordlust in den Augen. Nur mit eine Eivor wird dies überstehen. Mit der Axt des Vaters. Schatten-Eivor. Guck sie dir an. Schatten-Eivor. Das Standard-Outfit aus vom Raben-Clan und dann die Axt des Vaters noch dabei. Und dann diese bösen Augen. Cool. Und die Standard-Frisur halt, ne? Von in Blond halt auch. Wie am Anfang des Spiels, da sah ich auch noch so aus. Gefällt mir. Wenn ich dich niederstrecke, sterbe ich dann auch. Manchmal sind wir selbst unser größter Feind. Aber ihn zu besiegen, brachte mir keine Freude. Dieser Kampf war anstrengender als gedacht. Geht so, ne? Ich werde schwächer. Du wärst älter. Was ist denn jetzt los? Puh. Hat Eivor sich selbst geschwächt? Die Rune im Schlaf gemalt haben. Also doch gar nicht so seltsam. Sie strahlt keine Stärke aus wie in der Anderwelt. Aber sie wirkt dennoch beruhigend. Okay. Quest abgeschlossen, heimwärts. Ein ehrenvoller Tod. Eine Rune der Macht schützt nun unser Heim. Vergossenes Blut soll Schild uns nun sein. Die Siedlung vor der wilden Jagd zu schützen. Untersuche Gudmunds Schiff der Toten. Also wieder zurück zum Festtagsschiff. So, mittlerweile wieder richtig hell geworden. Ich hatte ja auch wieder 90 Marken bekommen, ne? Kann ich doch hier jetzt schon... Hallo, Norbert. Einkaufen. Eivor, wie kann ich helfen? Zeig doch mal, was du hast. Mich interessiert ja die Kopfbedeckung sehr. Also die Waffe interessiert mich nicht wirklich. Ich weiß halt nicht, ob die noch leuchtet oder so, wenn das Heels Sense ist. Kostet halt 350, ist halt viel. Der kostet auch noch 250. Das hier will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Wilde Jagd Kopf.
Kann ich noch was holen? Ne, der Rest ist teurer. Bartverzierung, ja, ist nicht für Eivor. Also doch für Eivor, aber nicht für meine Eivor. Das sind nur Verzierungen fürs Dingswumms. Brauche ich nicht. Ich muss gehen. Bleib gesund. Dorfverzierungen. So, ich soll das Ding hier also inspizieren. Da ist aber auch noch was. Eine Schutzrune mit Blut vergolten wurde auf unser Langhaus gemalt. Solch eine Tat muss belohnt werden. Nimm dir ein paar Marken aus dem Korb. Ah. 100! Ja, fette Beute, Digga. Du baust wirklich gern Schiffe, Gudmund. Selbst wenn sie nirgends hinreisen können. Wie ich sehe, haben einige Leute die Namen von Toten in den Schiffsrumpf geritzt. Haki, Asa, Aslaug. Diese Namen habe ich seit meiner Kindheit nicht gehört. So viele sind in dieser schlimmen Nacht gefallen. Svein. Ein großer Mann mit feinen Zügen. Wir werden ihn so schnell nicht vergessen. Dag, ein Kämpfer bis zum Schluss. Ich würde nicht sagen, dass er ein guter Mann war, aber tapfer war er. Da sind meine Eltern. Roste. Sie gab ihr Leben für das ihres Kindes. Ich sorge dafür, dass es nicht umsonst war. Warin. Er opferte sein Leben für den Rabenclan. Mögen die Götter sein Opfer würdigen. Soll der Allvater darüber richten. Ihr Vater, Warin. Seltsam. Zu diesem Namen gibt es keinen Beisatz. Kalf. Diesen Namen kenne ich nicht. Gudmund. Kennst du jemanden namens Kalf? Nein. Der einzige Name, der nicht ins Holz geschnitzt, sondern mit Kohle geschrieben ist. Hast du zufällig gesehen, wer das war? Kann sein. Da war vorhin einer, den ich nicht kannte. Humpelnd und strauchelnd, als würde das nicht mehr lange machen. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Gesprochen hast du mit ihm nicht? Er hat nichts gesagt. Falls du ihn suchen willst, er ist da lang. Ich mag es nicht, wenn es hier solche Geheimnisse gibt. Mhm. Wenn er humpelt, kann er nicht so weit gekommen sein. Finde den verwundeten Mann. Hunwald, ein guter Kerl. Oh ja, der war nett. Soma! Stellt das Wohl ihres Volkes über ihr eigenes. Sheolbert, eine vertrauensvolle Seele. Oh. Die ganzen Leute, die wir auch kennen. Rodloaug, seine Familie war er stets treu. Ah. Ingvar, was? Egal. So viele Namen, ey. Dark, naja, die Seite kennen wir schon. Aber wer war der Fremde, mit der Kalf darauf geschrieben hat? Ist Richtung Langhaus gegangen? Ich hab Post. Vier Meter, drei Meter, das ist neu. Ein neuer Brief. Das ist für... Das kenne ich doch schon, oder? Verbreitet es überall. Refnatop ist nur eine Stadt und groß genug, dass man davon singen kann. Höchstwahrscheinlich ist es auch wichtig genug, dass es König Elfrids engelsächsische Chronik aufgeführt wird. Sollte er trotz allem damit weitermachen, wird Refnatop dem Zahn der Zeit widerstehen?
Das wird die Geschichte zeigen. Ausgezeichnete Arbeit, Eivor. Du hast uns mit klarem Blick und fester Hand geführt. Hier habe ich keinen Brief. Wo ist denn der Brief? Da. Brief aus dem Frankenreich. Von Odo. Graf Odo. Eivor, verständlicherweise bin ich enttäuscht, dass du Charles verschont hast. Es war wohl töricht, etwas anderes von einem Eindringling zu erwarten, wenn selbst die Anführer des Frankenreichs sowohl ihre Pflicht als auch ihre Ehre vergessen haben. Die Rebellion ist trotzdem weiterhin stark und schon bald werde ich die Krone tragen. Wenn es soweit ist, werde ich jede Abmachung zwischen uns als hinfällig betrachten. Was ein Arsch! Wenn er die Krone hat, sind alle Abmachungen hinfällig? Wenn ich mal wieder nach Frankenreich komme, dann kriegst du so die Kopfnuss, ey. Graf Odo, das haben wir so nicht abgemacht. Soll weiter sein, Wein saufen oder... Na, Charles regelt das schon. Oder die Frau von Charles, die wäre ja gut. Ich muss sehen, was du siehst. Ich weiß nicht, wo der Typ hin ist. Hier hörte gerade seine Spur auf. Kohlestaub. Wahrscheinlich hat er seine Hand hier aufgestützt. Ja, ist ein Handabdruck da. Da hinten. Hier auch. Da liegt auf jeden Fall jemand. Das wird wohl das Ende seiner Geschichte sein. Was sei denn, die Toten können erzählen. Das ist er. Seine knöchrigen Finger sind voll Kohlestaub. Ehe er starb, schrieb er noch etwas. Kohlennachricht. Ich allein sah die Angreifer vom westlichen Fluss kommen. Meine Warnung rettete ihnen das Leben. Ich allein sah den Angriff von jenseits des Flusses im Westen. Meine Warnung rettete ihnen das Leben. Er hielt Wache am westlichen Fluss. Ich muss einen Ort mit einer besseren Aussicht finden. Finde Kalfs Lager und begib dich dorthin. Es gibt einen Aussichtspunkt zwischen Hrefnatop und dem Punkt, wo sich Alna und Nene treffen. Okay, zwischen Hrefnatop und dem Punkt, wo sich Alna und Nene treffen. Nene? Wo ist denn, welcher Fluss ist Alna? Hier. Also irgendwo hier. Da treffen sich hier... Hier treffen sich Alna und Nene. Ist auch das der einzige Treffpunkt, ne? Das hier ist Nene, aber das hier ist nicht Alna. Das ist die große Use. Ja, muss irgendwo hier sein. Aber... Ist es der Aussichtspunkt hier? Ragnarssons Ausblick? Ja, es gibt einen Aussichtspunkt zwischen Hrefnatop und dem Punkt. Hier ist Hrefnatop. Und dann hier dazwischen. Und dann ist das hier der einzigste Schnellreisepunkt da. Außer es ist kein Aussichtspunkt, wo man hinreisen kann. Sondern wo ich zu Fuß hingehen muss. Wow, guck dir mal die Farben an. Da ist der Treffpunkt von den beiden Flüssen. Da sind Ruinen. Hrefnatop ist da. Nee, das ist nicht Hrefnatop. Dahinter. Da ist es. Vielleicht da, wo das fette Rauch herkommt.
So, vielleicht sehe ich da unten mehr, von wo sich die Flüsse kreuzen. Da sind auf jeden Fall viele Bauwerke noch da hinten. Das ist auch ein schöner Aussichtspunkt hier. Breite deine Flügel aus. Soll ein Aussichtspunkt sein. Hier hat man auch eine schöne Aussicht. Da ist ein altes Gebäude, aber das wird wohl nicht sein. Soll aber auch ein altes Lager sein. Das könnte dann ein Aussichtspunkt sein, da wo die Flagge ist. Wo ist mein Pferd? Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Könnten natürlich auch die Angreifer sein, die vom Fluss aus kommen. Alles hier mit dem roten Banner ist doch neu, oder? Wer sind die? Diesen Wachen entgeht nichts. Warum habe ich so einen falschen Bogen in der Hand? Bei der einen Aktivität haben sie mir einfach den Bogen aus der Hand genommen. Toll, jetzt sind die deswegen in Bereitschaft, weil ich den falschen Bogen in der Hand hatte. Oder sind die Franken jetzt doch in unser Land gekommen, weil Graf Odo seine Versprechen nicht mehr hält? Das könnte doch dazu passen hier. Finde Kalfs Lager und begib dich dorthin. Das ist hier nicht Kalfs Lager. Aber ich kenne die trotzdem nicht hier unter diesem Banner. Nee, ich wollte keine Falle stellen. Also die kann ich hier definitiv nicht. Gehören jetzt aber auch nicht zu der Quest. Vielleicht ist das der nächste Schritt. Hier sind noch mehr. Das ist großes Lager. Flieg, Freundin. Könnten neun Angreifer sein. Aber ich glaube, ich muss erst den anderen Punkt finden, wo die Quest dann weitergeht. Dann werde ich mich hier nochmal etwas weiter umsehen. Wir haben ja noch Zeit, die Quest zu machen. Noch 19 Tage. Werde ich auf jeden Fall machen. Auf der Jagd nach Ehre, bereite auf die wilde Jagd vor, auch hier ehrenvoller Tod. Geheimnis eines geheimnisvollen Fremden.
Ich muss das Lager finden. Hier ist vielleicht ein bisschen weiter in die Richtung. Also hier ist der Treffpunkt zwischen Dings. Refnatop ist jetzt... Warte mal. Wo bin ich denn jetzt? Wieso bin ich denn hier? Das ist ja die Soa. Wie bin ich denn gelaufen? Ich bin von hier nach da gegangen. Und hab die... Das ist der falsche... Das ist die falsche Dings. Das ist ja voll doof. Ich bin voll falsch gelaufen. Ich muss hier hin. Hier ist das. Ich bin von diesem Ausguck nach da gelatscht und dachte, das hier wäre die Kreuzung. Ich muss hier runter. Da muss ich hin. Okay, ganz schön dumm. Einfach da eine Markierung hinmachen, dann passiert das nicht. Von dem Punkt aus muss ich da runter. Aber die Gegner hier sind trotzdem komisch. Egal. Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.